Die dünne Steinofenpizza. Pepperoni. Siehst du, wie viel Pepperoni da sind? Ich hoffe, für ihn ist es eine halb-halb. Sonst wurde er ziemlich betrogen. Wow, 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 wow. Wir schauen uns heute ASS Hole Design an. Vergesst nicht, ich habe jetzt auch einen Drittkanal für Podcasts. POV, du fährst gerade Auto und dein Autobildschirm sagt dir erstmal, Vorsicht, bitte nicht die Augen von der Straße nehmen, während du das System benutzt. Danke, das ist bestimmt super hilfreich, während man fährt, sowas gesagt zu bekommen. Ich hoffe, er hat angehalten. Sonst fährt er gerade mit einem Handy in der Hand. McAfee, Life Safe Security Software. Willst du es kaufen? POV, als Hintergrundinfo, der OP kauft sich gerade einen Laptop und muss was wählen davon. Und ganz ehrlich, ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr euch einen Laptop oder einen PC habt, benutzt keine Antivirenprogramme. Die meisten wie McAfee sind total scheiße und da, wo die sich einsetzen, kreieren sie sogar eher Sicherheitslücken als alles andere. Das Toilettenpapier versus das neue Toilettenpapier. Irgendwie habe ich das Gefühl, die werden immer schmaler und schmaler. Ich hoffe, das passiert bei mir auch, wenn ich irgendwann mal abnehme. Wenn du dir Nescafé holst und dann auf einmal, oh, schau mal hier, plus 50 Gramm gratis und auf einmal fehlen da 50 Gramm. Das ist Nestle in der Nutshell. Nur, dass sie dann noch irgendwelche Sklaven-Kinderarbeit daran hauen mit, komm jetzt, pflück die Kaffeebohnen. Wenn du irgendein Abo canceln willst. Okay, irgendwer wird gefeiert. Wer trägt die Schuld, hä? Wähle jemanden. Ist es Saba oder Tim? Kann ich auch beide wählen? Und die ganze Firma? My Direct TV Stream. Okay, der kostet 80 Dollar im Monat und immer wenn du ihn refreshst, wird er teurer, Alter. Oh mein Gott, du musst das jetzt kaufen, sonst wird das immer weiter teurer, weil wir sind in England und da interessiert es keinen. Deswegen wird alles teurer. Hat das eigentlich keine Grenze, wie hoch das geht? Schon bei 130, 60 Dollar mehr? Der Fraction Calculator. Der Superrechner, der eine Pay-to-Win-Plus-Taste hat. Oh nein, wie kann ich nur Plus rechnen ohne Plus? Gut, dass jeder, der in der Schule irgendwie aufgepasst hat, einfach ein Doppel-Minus hinsetzen kann. Lifehack für den einen Taschenrechner. Hey, kann ich Edge deinstallieren? Nein, dein System ist in Gefahr. Dann könnte nicht alles funktionieren. Aber dann auch, hey, kann ich den Bootloader deinstallieren? Klar, mach das. Danach startet dein PC nicht mehr, aber das ist ja deiner. Ich glaube, die haben das sogar aus dem Taskmanager irgendwann verschoben, weil Leute nicht wussten, was das ist und immer gerne mal was Falsches machen. POV, du hast noch in 2022 einen Facebook-Account und bist wahrscheinlich 50 Jahre alt. Bestätige deine Identität. Wir bräuchten eines der folgenden Dinge. Ein Passport, dein Führerschein, deine ID oder irgendeine Hochzeit. Irgendwas, wo dein Name draufsteht und dass du bist und dein Foto. Damit wir deine Daten schön verkaufen können. Aber wir werden es natürlich nicht machen. Nee. Niemals. Wir sind nur Facebook. Oh nein, der Virus klaut meine persönlichen Daten. Schnell, wo ist ein Antivirenprogramm? Ach, hier kommt es. Dich retten. Wir nehmen dann auch mal ein Stück. So müsst ihr euch McAfee vorstellen. Und alle anderen gammligen Virenprogramme. Vor allem, wenn sie kostenlos sind. Google Play Store. Deinstalliere die gefährliche App. Warte, ist es Google Play Store, das du deinstallieren sollst? Ja, viel Spaß. Wenn du dir schon ein Auto kaufst und dann gesagt wird, hey, du willst doch heizende Sitzbänke für hinten haben? Die sind schon eingebaut, aber wenn du sie benutzen willst, 400 Euro. Wenn du gefährdet bist, dich selbst zu verletzen, dir eine App runterlädst, damit du es nicht tust und dir einfach ein Abonnement von dir haben wollen. Für mindestens 3 Dollar im Monat. Toyota will ab jetzt ein Abonnement haben, damit du dein Auto remote starten kannst. Für 8 Dollar im Monat oder 80 Dollar im Jahr. Dafür, dass ich mein Auto starten kann, während ich noch nicht mal drin sitze. Bin ich irgendwie dumm oder sehe ich den Sinn darin gar nicht? Das ist der Grund, warum ich niemandem vertraue. Immer wenn ich meinen Müll wegschmeiße und denke, oh, ich habe was Gutes getan und dann reinschaue. Ja, true. Das ist wie mit jedem Menschen. Du kannst denen wenigstens wirklich vertrauen. Immer wenn du auf dem Handy bist und was auf Reddit schauen willst. Oh mein Gott, das haben wir noch nicht überprüft. Du musst die Reddit-App runterladen. Hol sie dir jetzt. Und schon kannst du dir dieses Subreddit anschauen. Und wofür brauche ich die App? Kann es sein wegen ab 18 und man kann sich sonst nicht anmelden? Dann könnte ich es noch minimal verstehen. Schau sie dir an. Sie sind so voll gefüllt und die schauen überhaupt nicht trocken aus, als ob du reinbeißt und ein
einfach nur vertrocknest und Sand hustest. Wir leben in der schlechtesten Timeline. Eine Druckerfirma möchte DRM-Paper machen. Das heißt, damit du mit dem Drucker drucken kannst, musst du das Papier von der Firma holen, weil es alle anderen Papiere nicht annimmt. Also so weit sind wir eh schon nicht mehr entfernt mit HP, wo du nur die Sachen von denen benutzen kannst. Das wundert mich jetzt auch nicht mehr. Mittlerweile, wenn du irgendwas im Handy spielen willst und dir denkst, ach, nicht schon wieder so viel Scheiß-Werbung, jetzt hört doch mal auf, was ist denn hier falsch? Und du offline gehst. Oh, es scheint, dass du nicht online bist. Wir brauchen aber eine Internetfunktion, bevor du weiterspielst. Und hier, falls du keine Werbung haben willst, wahrscheinlich nur 400 Euro den Tag. Wie man sich Batman online anschaut, und zwar umsonst. Kurz darauf, nur damit du irgendein Clickbait hast. Haha, es gibt eigentlich gar keinen Weg, das einfach so zu streamen. Aber du könntest dir ein Abonnement irgendwo holen. Hey! Und dann fragt man sich, warum solche ganzen News-Seiten langsam aussterben. Swipe to place order. Wir schauen es doch gerne mal an. Hier, für nur 9 Dollar und 120 Dollar Shipping. Ich glaube, das hatte ich bis jetzt nur auf eBay gesehen, damit die halt immer preislich ganz oben angezeigt werden und der ganze Preis ist einfach beim Shipping. Ja, hier, das kostet nur 5 Euro und 50 Euro Shipping. Das ist, weil wir so viel Wert darauf geben, dass es sicher ankommt. Mhm. Eine Alufolienrolle. 1 Kilo. 1 Kilo mit Verpackung, muss man sagen. Wenn jemand schon inklusive Verpackung sagt, dass das Gewicht da reinzählt, dann kann das nie was Gutes heißen. Die Verpackung scheint ein bisschen dick zu sein. Kann das sein? Ich glaube, ich habe noch nie so eine fette Rolle gesehen. Angewinkelte Banken, damit du ja nicht bequem sitzen kannst. Dass du schnell isst und dann ganz schnell wieder weg bist und nicht dich kurz mal ausruhen kannst, immer sehr freundlich, wenn Firmen an einen denken. Wenn die Stadt sagt, nee, wir wollen keine Obdachlosen, die irgendwo schlafen. Komm, wir benutzen einfach 2 Metallstangen, damit sich keiner mehr irgendwie ausruhen kann. Ich finde, wäre da irgendwie was zum Anlehnen, fände ich das noch irgendwie cool. Aber so krass gegen Obdachlose zu gehen, ist schon insane. Hier hast du einen super riesen Latte Macchiato oder Eiskaffee oder was auch immer. Hey, lass mich mal das ein bisschen kaputt reißen. Sollte ja nur als Schutz sein, wahrscheinlich, dass man sich nicht verbrennt. Er ist halt nur halb so groß. Schau dir an, wie riesig der ist. Oh. Es ist krass, dass sowas erlaubt ist. Wenn du auf Origins deine Cookies einstellst und sagst, nee, wir wollen die nicht teilen und die ablehnst und du erstmal eine Minute warten musst, weil es gerade im Processing ist. Ja, wir müssen das erst noch einstellen, denn wir sind EA, wir benutzen noch den Internet Explorer. Oh, okay, die eine Person ist von 25% auf 37% gestiegen. Das sind 12% mehr. Die andere ist von 3 auf 19. Das sind 16% mehr. Das muss so sein, oder? Siehst du diesen mega Anstieg? Der rechte gewinnt. Mhm. 19 gegen 37%. 19% scheint irgendwie dreimal höher zu sein. Apple arbeitet an einem Hardware-Abonnement. Für iPhone, ne, wundert mich irgendwie nicht. Also anders gesagt, oh, du hast schon ein iPhone, du hast uns schon viel zu viel Geld gegeben. Hier, jetzt kannst du uns noch monatlich dafür bezahlen, dass du schon mehrere tausend Euro so ausgegeben hast, oder? Das würdest du doch machen, weil wir sind so exklusiv. Solange es die Fanboys gibt, werden die das machen. Netflix will Werbung reintun in den nächsten 1-2 Jahren. Netflix ist im letzten Monat irgendwie um 40% runtergegangen, also deren Wert. Die haben richtig reingeschissen, weil die keine Serien mehr richtig bekommen und haben irgendwie über 200.000 Abonnements verloren und sagen öffentlich, oh, wir müssen mehr gegen die Leute vorgehen, die ihren Account einfach so weitergeben. Und jetzt wollen sie noch Werbung reinhauen. Xbox und PlayStation wollen anscheinend Werbung reintun in ihre Games. Soweit ich das gehört habe, sollen das in diese Free-to-Play-Games sein. Wo sie die reintun, weiß ich jetzt nicht, ob ich davon Fan bin. Ich dachte immer, da muss man auch irgendwie schon alleine die Subscription haben von denen und dann noch da Werbung rein. Ja, viel Spaß. Irgendwann werden wir auf alles Werbung haben. Dann wirst du wahrscheinlich nach jedem Level oder so erstmal 40 Sekunden Werbung schauen dürfen und irgendwann wird es so auf Fernsehniveau sein. 8 Minuten irgendeinen Film schauen. Oh, 15 Minuten Werbung. Oh, 8 Minuten Film. Nerven liegen blank. Oh, ich kann nicht runterscrollen. Du wolltest das eh nicht lesen. Ich glaube, das ist kein Arschloch-Design. Das ist, glaube ich, einfach nur ein Fehler.
Fehler auf der Seite. Die haben irgendwas verkackt, damit das passiert. Wenn du einen Bot beleidigen willst auf YouTube, F off Bot! Das könnte nicht gerade nett sein, was du hier postest. Ich verstehe eh nicht, warum YouTube das nicht schafft, gegen die ganzen Bots anzugehen. Die benutzen meistens schon alleine irgendwelche Webseiten oder sonstiges. Da muss man doch einfach mal drauf klarkommen. Ah, okay, sowas. Okay, dann machen wir das. Wenn du dein Netflix-Abonnement kündigst. Oh, es tut uns leid, dass wir Goodbye sagen müssen. Hier sind drei Riesengründe, warum du zurückkommen solltest. Es sind schon 2 Tage vergangen. Willst du nicht wieder was schauen? Für nur 8 € im Monat. Du kannst so alle Serien wieder haben. Komm doch zurück und schick mir dein Geld. Die neuen Flugzeugsitze. Jetzt für extra lange Flüge. Wenn du weniger Geld hast und noch mehr stehen willst. Ich wollte schon immer auf so einen Fahrradsessel für 5 Stunden sitzen im Flugzeug. Aber hoffentlich hast du wenigstens dann keine Probleme mehr mit der Beinfreiheit, obwohl, wenn ich sehe, wie kurz die sind, wenn du die nicht höher machen kannst, bist du gearscht. Und ich hoffe, der Erfinder, der wird aus dem Fenster geworfen. Bist du dir sicher, dass du verlassen willst? Das Angebot wird dann nicht mehr da sein. Kauf unsere Währung, bitte. Wir haben jeden Tag das gleiche Angebot, weil wir so dreckig sind, aber das wird nicht mehr da sein. Ja, also kauf sie jetzt. Das Angebot wird erst weg sein, sobald du es kaufst. Weil die dann wissen, ah, du bist bereit, Geld auszugeben, dann brauchst du keine neuen mehr. Die wollen dich nur immer über die erste Hürde, das erste Mal kaufen gehen. Wenn sie das schaffen und dir gefällt das Spiel nur minimal, haben sie schon für sich gewonnen. Eine freundliche Erinnerung. Wie ist das Spiel? Okay, ich habe die 5 Sterne gegeben, damit ich die 50 Coins bekomme. Sag sowas nicht, ja? Sondern sag lieber sowas. Diese App arbeitet super gut. Oh, ich liebe sie. Wenn du über die Coins redest in einem Review, bekommst du kein Geld. Ich finde, wenn sowas gesehen wird, müsste das eigentlich von jeder Plattform irgendwie gelöscht werden, weil das ab dem Zeitpunkt nur noch Scam und verfälscht ist. NordVPN. Benutzt eigentlich jemand NordVPN von euch? Ich weiß, manche hatten ja immer mal ein Placement dafür, aber sind die echt so extrem? Hey, du musst dein Abonnement erneuern, bitte. Ein Jahr VPN für $50. Ein Jahr für $50. Bitte. Bitte erneuere deinen Plan. Es endet morgen. Hier dein neuer Plan für $40. Warum wird das immer günstiger? NordVPN, willst du mir was sagen? Muss man dann einfach nur warten und irgendwann bekommt man es für $10? Geile Taktik. Ein Audi Q4-Besitzer bekommt eine Pop-Up-Message, nachdem er einen Knopf gedrückt hat, um die Klimaanlage zu benutzen. Ja, du hast die Funktion nicht gekauft. Also darfst du sie nicht verwenden. Ich sag ja, alles ist schon im Auto drin. Und du musst nur wahrscheinlich die 800 € wieder extra zahlen dafür, dass du einen Knopf drücken darfst. Fast 91 GB left, 9,2 GB von 100 GB benutzt. Warum schaut das aus, als ob ich fast die Hälfte benutzt habe? Und nur noch 248 Tage verbleibend. Das wirkt so, als ob ich mehr verbrauche für die Zeit, die ich über habe. Obwohl das nicht so ist. Free Adblocker. Es beinhaltet Werbung. Genau das wollte ich immer schon. Ich hole mir einen Adblocker, um keine Werbung mehr zu bekommen, um mehr Werbung zu bekommen. Ich werde das nicht vorlesen. Das Ding ist, er hat ein Premium-Membership bei Spotify und bekommt einfach Werbung im Podcast. Da kann ich sogar was sagen zu. Das wusste ich nämlich selbst nicht. Ich habe ja jetzt auch einen Podcast. Ich kann den ja mal in der Videobeschreibung linken einfach. Das ist für den Drittkanal. Ich bin bei einer Firma und du brauchst erstmal einen Hoster, der dann für dich die Sachen überall verteilt. Und über diesen Hoster kann ich sagen, hey, bitte tut da und da Werbung rein, weil bei den Werbungen hilft auch Spotify Premium nicht. Ein Samsung-Bildschirm für Werbung einfach mal als GIF, ja. Ich stelle es mir richtig geil vor, da zu leben oder in der Nähe zu schlafen und du hast einfach so einen mega Bildschirm, die wie so eine Sonne ist, die dauerhaft in dein Apartment reinscheint. Ich kann ja verstehen, dass die Leute das immer erkennen müssen, aber es müsste auch Grenzen geben, wenn das heller als die Stadt selbst ist. Wenn du nach einer Mikrowelle suchst, so zwischen 15 und 50 Euro bitte und alles drüber ist. Danke Amazon. Wie kommt ihr denn auf den Preis? POV, du kaufst den Nesquik von Gammel Nestle. Strawberry. Artificial Flavor. Und dann ganz groß drauf steht, no artificials, also keine Zusatzstoffe. Haha. Aber warum steht das da? Wenigstens steht das auf der gleichen Seite, wo ich mich eher frage, warum darf das gesagt werden und muss das oben links dann draufgeschrieben werden? Ha? Hallo? Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Und sonst hoffe ich, es hat euch gefallen.